So, willkommen zurück bei Metro 2033 Redux. Ich habe gekündigt, hab gesagt, Schnauze voll. Muss ich jemand anderes Dummes suchen? Hier, durch die Metro rennen und mit irgendwelchen Risikoridas kämpft. Dafür bin ich einfach unbezahlt. Tja. Aber irgendwie muss trotzdem hier rauskommen, ne? Noch. Wo kamen wir her? Wo wollen wir hin? Sieht ganz gut aus, oder? What the? Wenn der jetzt kommt, der Gorilla, dann sind wir richtig am Arsch. Aha. Das sieht ganz gut aus, wa? Gott sei Dank. Ich hatte die D6-Dokumente gefunden. Aber Miller war nicht zurückgekehrt. Ohne seine Hilfe war ich mir nicht sicher, ob ich lebendig aus der Bibliothek herauskam. Aber alles hing davon ab. Irgendwie ist das Gefühl. Das ist nicht leichter, wenn du das Film fangst. Verdammt. Wo willst du hin, Mann? Für 50 Kugeln bring ich dich. Du hast es also geschafft, Artyom. Ich hatte Zweifel, um ehrlich zu sein. Hast du etwas gefunden? Okay, steig auf. Wo geht es denn hin? Zur Kirche. Artyom, klingelt es bei dir, wenn du den Namen Karl hörst? Er hat uns geholfen, dich zu finden. Ich weiß noch immer nicht, wie er das geschafft hat. Hey, wie wäre es mit etwas Musik? Klar, machen Sie sie an. In der Zwischenzeit schaue ich mir mal die Dokumente an, die du mitgebracht hast. Ich wurde beauftragt, den Funk zu überwachen. Unsere Hoffnung war es, die Regierungsbunker über den Ural zu kontrollieren. Aber der Bunker hatte es als erstes erwischt. Anfangs wurden keine zivilen Ziele direkt beschossen. Und niemand hatte geglaubt, dass dies der Krieg wäre, der alles beendet. Ah ja, Tjom, ich bin Wladimir. Nimm, was immer du brauchst. Ja, das ist natürlich. Das ist nicht mal Service, ey. Überall anders muss ich kaufen. Zeug wie dieses findest du in der Metro nicht. Modernste Militärausrüstung. What the? Ist ja geil. Okay. Alter Schwede.
Alter, Alter, okay, hier gibt's mal richtig nice Knarre, ey. In Blut nicht zu bezahlen, das kann ich dir sagen. Mal diese fette MG noch mit, ey. Das Teil hier. Gut, Schrotflinte mit einfachsten Werkzeugen aus normalen Fahrradteilen der Metro-Rollen. Was? Fahrradteilen und Metro-Rohren hergestellt. Diese Revolver-Schrotflinte lässt sich daher leicht anfertigen und effektiv in den beengten Räumen der Metro einsetzen. Da ist echt so ein Fahrradlänge und ein Fahrradsattel dran, Alter. Echt witzig. Höllenhauch. Kugeln von Kugellagern. Okay. So, oh, abgefahren aus, ey. Die Frage, was ist, ob das jetzt auch so ein lautloses Ding ist. Ich passe es auf jeden Fall mal an, ey. Wie Kohle habe ich überhaupt? Das kostet ja gar nichts hier. Was ist mit dem Teil? Reflex. Okay. Schalldämpfer. Ne, jetzt brauchen wir nicht. Dafür haben wir die andere Knarre. Laservisier brauchen wir eigentlich auch nicht. Bei dem Ding eigentlich auch noch, das ist ja auch. Ist leider nichts großartig zum Anpassen. Folgend Rückschlag, wodurch ein anhaltendes Feuer genauer wird. Das ist schon natürlich eine schlechte. Und was gibt's da noch Schönes? Oh. Vollautomatische Schrotflinte sozusagen, ne? Oh, ja. Nice. Was ist für den anderen? Was können wir da noch machen? Das hier? Das ist eine Art Schrotflinte, oder? Für das Home. Für das Home. Für das Zoom. Das ist. Das Schwerlastkondensator. Mit diesem Kondensator kann die Waffe ihre Ladungsstelle einsammeln. Dadurch ist eine schnellere Schussfolge mit Schüssen in voller Kraft möglich. Erhöht die Energiereserven der Schienenkanone erheblich, dadurch kann die Waffe viel länger abfeuern, ohne nachladen zu müssen. Wobei, das geht wohl nicht, oder? Ah, shit, die Fuck. Wobei, ich nehme auch trotzdem mal. Da noch. Achso, okay. Ich nehme trotzdem mal dieses. Achso, ich kann jetzt aber. Oh, ich kann jetzt gar nicht mehr zurücktauschen, oder wie es aussieht. Ich kann auch nichts großartig anpassen. Laservisier bringt mir auch nicht wirklich viele Vorteile, außer halt bei Pumpgun, dass man da jetzt irgendwie viele kann leichter, aber. Der hat Holz, ich denke, du wirst noch was hört sich an. Hallo, Artyom! Ah, ein Stör. Hä? Wer hier schon sitzt? Ach, sind ja irgendwie alle gleich aus. Ich mache Übungen, wie du siehst. Ja, ja. Okay, ist schon aus. Hallo, Artyom! Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Eine hübsche Basis, die die Ranger sich geschaffen haben. Ich habe gehört, dass die Polis dir nicht geholfen hat. Und jetzt? Bleibst du still, wirst du zu einem Ranger. Schau dir deinen Weg genau an, Artyom. Und denke daran, wie er enden könnte. Du erntest, was du säst, Artyom. Gewalt führt zu Gewalt, Krieg zu Krieg. Und Tod bringt nur Tod.
Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, bedarf es mehr als gedankenloses Handeln. Nun, Artyom, ich habe hier schon zu lange geplaudert. Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen. Okay. Hier ist nicht viel Nützliches drin. Hauptsächlich Andeutungen. Immerhin der Weg zu D6. Dann ist das also unser Ziel. Bereit? Wie sieht es aus? Ullmann, ist alles bereit? Das Brennholz ist fertig. Wladimir? Die Ausrüstung ist bereit. Und ihr Leute? Bereit. Dann steigt auf. Sieht ein bisschen nach Endspurt aus. Wohin? Ich laufe mal hinterher einfach, ne? Es ist das Verlies der alten Kirche. Dunkler Tunnel, klappernde Räder und der Geruch des Todes. So begann unsere Reise zu D6. Aber unser Ziel schien jetzt näher. Der Karte nach führen mehrere Wege zu D6. Der nächste davon führt durch die Gebäude bei der Kiewskaja. Das versuchen wir. Kiewskaja. Über diese Station habe ich seltsame Dinge gehört. Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlebt und sind aber keine Menschen mehr. Es soll auch etwas Seltsames in diesem Tunnel gesichtet worden sein. Eine Art Nebel. Natürlich. Wer würde das auch schon glauben? Wladimir hat seine Familie in den Tunnels verloren und er kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Artyom! Was ist los? What the fuck? Was geht jetzt ab? Artyom! Artyom! Wach auf, Artyom! Wach auf! Gut, er kommt zu sich. Nimm das Licht weg, du blendest ihn. Artyom, bist du okay? Kannst du aufstehen? Artyom, was war das? Wir kommen an! Hier ist eine Luftschleuse! Gut. Anhalten. Hölle. Ich krieg hier echt das Gruseln. Boris,
Schau mal nach dem Tor. Die Steuereinheit ist zerschmettert. Alle Drähte sind abgeschnitten. Vlad, wir müssen diese Tür öffnen. Artyom, du bleibst hier und gibst Rückendeckung. Wir brauchen keine Überraschung. Oh yeah. Schuster, ich wusste doch, dass alles zu klar läuft. Achtet auf die Kehrseiten, Jungs. Okay. Okay. Vladimir, such das erste Diagramm. Ulmer, schauen Sie her. Erst verbinden wir die Drähte, dann auf mein Zeichen legen wir die Schotter um. Nicht raus. Da draußen ist was. Etwas nähert sich. Ignorieren. Dinosaurus! Feuer! Okay.